wieder los. Wir haben so tolle Gäste. Sarah Connor ist da und zwar komplett rund erneuert, also musikalisch. Evelyn Hall ist in the house. Sie ist Topmodel und das mit 69. Kinders, wie kann das? Wir hören so tolle Musik, weil Joris singt im Schneckenhaus und Darcy singt auch noch. Früher mal im Knabenchor, heute bei uns. Und wer jetzt nicht guckt, ist doof. Die Nacht ist noch frisch und ich freue mich so. Das macht mich froh. Und meine Band, die sieht so zauberhaft aus. Jetzt fehlt mir hier nur noch ein Riesenapplaus. Mein erster Gast steht schon bereit. Ich glaub, sie ist schon da. Oh, Sarah, komm bitte rüber zu mir. Denn hier steht schon Bier da. Hier ist aber Parfüm am Start heute Nacht. Chanties, habt ihr euch wieder eingedieselt? Es kommt mit dem Nord-Aus-Aus-Aus-Süd-Aus-Wind hier alles rein. Oder sind das die Claire-Bollchen? Man weiß es nicht. Sarah, wir rutschen schon mal rein. Ja. Willst du durchrutschen? Gerne. Hallo. Du hast mit deiner Freundin Amelie... Das finde ich sehr süß. Und ich weiß nicht, wie alt ihr wart, aber ihr habt euch irgendwann geschworen, ihr werdet nie im Leben Alkohol trinken, nie im Leben Fleisch essen, du das? Nie im Leben Sex vor der Ehe haben. Das haben wir nie. Nein. Und etwas Viertes. Fleisch, rauchen. Nicht rauchen, nicht trinken, kein Fleisch, kein Sex. Nee. Eigentlich nur rauchen und trinken. Was? Ich dachte, alle vier. Fleisch, also jetzt Sex, also nee. Das ist ein Risiko. So ein Risiko würde ich nicht eingehen. Ich bin risikobereit, aber... Aber das mit dem Rauchen war auch, geht so geklappt, oder? Ja. Es war ja nicht rauchen vor der Ehe, sondern nie rauchen. Ja, das stimmt. Das war alles irgendwie mit 17 spätestens über Bord geworfen. Ja? So ein Sex, um direkt jetzt nicht so viel Zeit zu verplempern, war auch lange vor der Ehe, ne? Ja, sehr lange. Aber es war ja auch nicht dabei. Wie kommt man da drauf? Schreiben denn die Zeitungen das einfach mal? Warst du schon mal verheiratet oder hattest du noch nicht Sex? Nein, ich hatte Sex schon sehr viel. Ich glaube sogar, ehrlich gesagt, zu oft. Manchmal denke ich auch, ein paar Mal weniger hätte es auch getan. Wollen wir mal im Anstoßen? Habt ihr alle was zu trinken? Und meine Schnullis, ihr auch? Prost, Sarah! In die Augen, ja. Nah, so Shanty-Gesang? Sehr nah gerade. Super, ist ganz toll. Komm, wir wollen weiterreden über, ich habe eine lange Liste mit Fragen für dich angefertigt. Ja, ich fürchte das schon. Du kommst aus einer Großfamilie, so wie ich. Ich behaupte, ich habe deswegen keine Kinder, weil mir das Großfamilienleben nicht nur gut gefallen hat. Ich habe das Gefühl, dir hat das Großfamilienleben extrem gut gefallen. Was? Warum? Warum denkst du? Weil du selber so viele Kinder hast und deine Mutter also hat so viele Kinder und du hast so, ihr habt alle so viele Kinder. Als wäre es so toll, so viele Kinder zu haben. Stimmt, es ist auch toll. War deine Mutter sehr streng? Nee, ich glaube, meine Eltern waren echt noch so das Ende der anti-autoritären Erziehung. Was hast du denn für geile Hacken an? Ja, da fehlt der Numsel. Siehst du das? Ich höre mich gerade an wie Captain Ahab. Links ist Stahl und rechts ist Gumminupsel drin. Und gerade dachte ich auf Fliesen, als ich hierher kam. Ja, hört man dann. Irgendwas stimmt nicht. Frr, frr. Also irgendwas, aber ich habe gehört, man kann wieder was reinmachen.
Aber deine Mama hat dir doch nie erlaubt, Bravo zu lesen, die Popcorn zu kaufen, dir ein Bauchnabelpiercing zu machen, dich tätowieren zu lassen. Ich hätte gedacht, deine Mutter wäre jetzt so cool und sagt, kein Problem. Mach mal, Kind. Ich komme mit. Siehst ja, was dann passiert, wenn man das alles verbietet. Ich habe ein Piercing, ich bin tätowiert von oben bis unten. Du bist voll. Du hast dein Tagebuch an deinem Körper. Fast. Nicht ganz. Aber viel, ne? Viele ja. Infos. Nee. Und hast du denn so ein Bauchnabelpiercing gemacht? Ja. Ja, ich bin sogar mal kurzzeitig von zu Hause abgehauen, so mit 15, weil ich unbedingt dieses Piercing... In dem Haus? Wo haut man denn ab? Zu auf meinem besten Kuhwiese? Zu meinem besten Freund in den Keller. So zwei Tage habe ich es ausgehalten und dann mich total aufgeregt, dass meine Mama mich nicht gesucht hat, weil sie schon längst natürlich wusste, wo ich war. Wollte ich gerade sagen, die wusste ja längst Bescheid. Richtig bösen Brief geschrieben und so. Hat sie nicht mal geschlagen oder was? Nee. Reden wir jetzt die ganze Zeit über meine Kindheit. Über meine auch so ein bisschen, wir haben ja lange Zeit. Ich dachte, wir reden über eine neue Platte. Die ist ganz toll, ich habe die gehört, finde ich toll. Hast du die mit Rosenstolz gemacht? Zum Teil, Peter ja. Peter und genau. Ulf. Ja, mit denen hast du auch schon gearbeitet. Ja, deswegen. Die haben damals vor einem Jahr schon erzählt, sie arbeiten mit dir, aber es wäre so wahnsinnig anstrengend. Nein, das stimmt natürlich überhaupt nicht. Das haben sie mir mit dir erzählt. Ja. Ich habe ja viel zu wenig mit denen gearbeitet. Also die neue Platte hat 5 Jahre gedauert. Warum? Siehst du, tätowieren ist nämlich viel unterhaltsamer, wenn man direkt... Nee, ich muss auch mal ganz kurz einmal Luft einmal nachdenken. Also es ist auf jeden Fall, es braucht einfach ein bisschen Zeit zur letzten Platte. Also es war ja so ein Prozess, ich war ja zwischendurch sogar an dem Punkt, dass ich überlegt habe, was ganz anderes zu machen. Also gar nicht mehr jetzt die Sängerin nach außen zu sein, sondern ich musste so ein bisschen Selbstbewusstsein entwickeln. Du hast ja eins total verändert, Englisch-Deutsch. Englisch-Deutsch. Genau, das ist zum Beispiel jetzt auf Deutsch gemacht und ich habe auch das erste Mal meine Songs selber geschrieben, eben mit den Jungs von Rosenstolz zum Teil. Mit früher hatte ich das Gefühl, früher hatte ich ja das Gefühl, ich bin, ich bin halt eine Sängerin, die ihre Stimme nutzt, um Songs zum Leben zu erwecken, die andere Menschen aber für mich schreiben. Und da musste ich erstmal so ein bisschen Selbstbewusstsein entwickeln, ehrlich gesagt, weil ich mir das früher nicht zugetraut habe und das auch so früh gar nicht wusste, was ich da wollte. Also in den ersten 10 Jahren von 20 bis 30 war das eigentlich gar nicht so ein Thema, ob ich das jetzt alles selber mache. Sondern hat da nicht auch Fashion und Show viel mehr ein Thema? Also Sexiness, ich Amerika, Fashion, Disco, naja, ich habe mit 23 Soul. Mein erstes Kind gekriegt, also so viel Fashion und Show. Und echt? Wann war denn das erste Mal Bühne war? Wann hast du denn in Amerika deinen Number-Dingsbums-Hit gehabt? Wie genau in der Zeit, wo ich schwanger war. Nein! Hm. Ach, da war das? Ja, ja. Das war doch dann Let's Go Back to Nee, das war Bounce in Amerika. Bounce? Nur den Refrain. Bounce, baby, out the door. I ain't gonna take this no more. Shanties. Jetzt. Das würde ich gerne hören. Du hast ja mit deinem Ehemann und deinem ersten Kind auch in Amerika gewohnt, ne? Und dann hast du aber den ganzen Tag dein Baby erzogen, gepflegt und gehegt. Und zwischendurch hat jemand angerufen und gesagt, hey, we have a new song for you, Sarah. I want to come to the studio and sing the song. Ich habe in Deutschland gearbeitet. Die haben mich so, du musstest Deutsch angesprochen. Ach so. Ach, dann musstest du, dass du da gelebt, weil dein Mann da gearbeitet hat. Aber da zum so Arbeiten wieder nach Deutschland. Auch. Genau, ich habe immer so 3 Monate da verbracht und dann so einen Monat hier und wieder 3 Monate da. Und ich verstehe. Ich habe halt diese Anonymität da genossen. Das war natürlich cool. Weil wie ich ist jetzt die Anonymität in Berlin? Ist die gut? Ja, ist auch und da fühlst spannend. Du dich, hast du deine Stadt gefunden? Ja, doch. Ich wohne relativ außerhalb. Von daher, ich habe noch so viel Land wie möglich mir da erhalten. Also so, es ist so 5 Minuten, dann bin ich schon bei den Pferden und auf dem, wirklich so fürs Auge, dass du weit gucken kannst, dass du ja hier in Hamburg kennst. Bist du Pferdemädchen? Ja, natürlich. Wow, ist immer noch. Ja, klar. Bist du schon erwachsen? Meine Mädels, die reiten jetzt auch wieder. Und ach, dann macht ihr noch auf Wendy. Voll. Echt? Ja. Und jeder hat ein eigenes Pferd, du und deine Kinder? Nee, ich leider nicht mehr. Ich habe die Zeit nicht mehr. Ich habe meins verkauft, aber meine Mädels haben jetzt... Kann man sein Pferd verkaufen? Ja, irgendwann dann schweren Herzens. Wenn es nicht mehr um mich geht. Oh, das wäre ja so, wie wenn man einen Hund hat und nach 8 Jahren sagt, ich kann jetzt gar nicht mehr mit dem raus, möchte einer meinen Hund kaufen. Nicht ganz. Nee? Nein, mein Pferd, mit dem ich jahrelang unterwegs war, das war dann irgendwann alt und das musste dann auf die Weide und hat dann Gnadenbrot bekommen und ist dann quasi so Beipferd gewesen für ein anderes Pferd, wenn du es genau wissen möchtest. Ja, ich möchte, einiges möchte ich genau wissen. Ich hattest du schon in der Großfamilie eigentlich ein eigenes Zimmer? Ja, zum Glück hatte ich, ganz am Anfang, ich bin ja in Hamburg, die ersten 9 Jahre habe ich in Hamburg gelebt und da hatte ich kein eigenes Zimmer. Doch, später schon, aber so die ganz allerersten Jahre habe ich mit meiner Schwester ein Zusammenzimmer gehabt. Das war auch cool. Wie viel? Ihr wart doch 7, 6? Wir sind mittlerweile 7, aber meine letzten beiden Brüder, die kleinsten, die sind ja erst geboren, als ich auch schon Kinder hatte. Mhm. Also warst du zu der Zeit, als du Kind warst, wart ihr 5? Also ich kann mich nur daran erinnern, dass ich immer kleine Geschwister hatte, dass meine Mutter eigentlich permanent schwanger war.
Die war in meiner Erinnerung ist die immer mit dicke Bauch. War wieder einer da. Genau. Und dann oh, noch wang, 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 überall. Genau. Und, mit 16 bin ich ausgezogen und habe gesagt, so jetzt. Das siehst du? Das macht dich natürlich schneller wachsen, das stimmt schon. Du hast ja zu Hause nicht nur ganz viele Kinder, sondern auch noch Hunde. Wie schafft man denn das? Wie viele Hunde hast du? Drei. Drei? Und wer macht Hast du eigentlich auch irgendwelche Fragen noch zur Platte oder geht das nur um mein Privatleben? Na, wir singen ja gleich. Eigentlich seit 5 Jahren nicht mehr mein Privatleben. Und das finde ich ja so schlimm. Warum denn? Man erfährt nichts über dich. Aber hast du keins? Doch. Möchtest du was wissen? Ja. Sag. Wie ist es denn bei dir? Ganz toll. Ja? Okay, wer möchte ganz viel Neues über die Platte erfahren? Wissen, wie Sarah in den letzten 5 Jahren privat so ergangen ist. Es tut mir so leid. Wir machen was anderes. Erzähl. Gab es irgendeine Schwierigkeit an dem Album, wo du gesagt hast, da habe ich gedacht, ich mache jetzt gar keine Musik mehr? Nee, bei dem Album nicht, aber davor gab es halt schon so Phasen, ne, wo ich viel gezweifelt habe und viel überlegt habe, ob das überhaupt so das Richtige ist, ob das jetzt mein Weg weiterhin bleibt. So von 20 bis 30 habe ich das gemacht und ab 30 habe ich so gedacht, vielleicht muss ich mal was Anständiges machen, so ein bisschen was mit Substanz und Inhalt. Ich habe schon Sehnsucht gehabt, irgendwie mal so ein bisschen auch Geschichten zu erzählen und so ein bisschen einfach mich selbst zu positionieren und von mir so ein bisschen mehr reinzubringen. Und ich glaube, es hat mir auch niemand zugetraut früher. Also so auch mein Team um mich herum, die haben eigentlich immer eher dafür gesorgt, dass ich nicht selber die Initiative ergreife, sondern schön gut, brav in diesem System, in dieser Maschine funktioniere. Sarah, dürfen wir immer im Wechsel ein bisschen arbeiten? Erzähl, was möchtest du wissen? Findest du, dass Männer auf den Boden spucken dürfen? Das ist schon ein bisschen unappetitlich. Wenn man nicht gerade Fußballer ist und auf dem Platz... Ich finde, stehen, pinkeln ist okay, irgendwie. Ja, ja, aber auf den Boden spucken finde ich nicht so geil, ehrlich gesagt. Also wenn jetzt so ein Typ neben mir gehen würde und ständig hinrotzen würde, nee, das finde ich nicht so lecker. Es geht eigentlich nur auf dem Fußballfeld, oder? Und selbst da finde ich es manchmal schön. Da hat man sich so ein bisschen dran gewöhnt, dass es so ist, ne? Aber schön ist es auch nicht. Nee, ich finde, auf dem Fußballfeld ist es auch eklig, weil ich immer denke, jetzt hat er da hingespuckt, jetzt läuft der Reus gleich durch diesen riesen Flatschen Spucke. Und die wälzen sich ja auch in... Wie viele Tore wurden nicht geschossen, weil man auf Spucke ausgerutscht ist? Das sollte man vielleicht mal eruieren. Gehst du ins Nagelstudio? Sowas habe ich leider keine Zeit. Ich mal die nie an. Selten. Das ist richtig Luxus, wenn ich ins Nagelstudio gehe. Wann hast du das gemacht? Heute Morgen so nach dem Frühstück beim Rausgehen. Neulich war ich bei unserem Lieblingsitaliener, da haben die mich abends gefragt, ob ich einen Reifen gewechselt hätte. Weil ich vorher meine Tochter geschminkt habe mit so schwarzer Farbe und es einfach 3 Tage lang nicht abging. Total unappetitlich. Ich hätte immer gesagt, Gartenarbeit. Ja, gut, das merke ich mir fürs nächste Mal. Hattet ihr schon mal Läuse zu Hause, weil so viele Kinder ja, und viele Hunde da sind? Natürlich. Echt? Hat man auch ehrlich? Mal. Oh Gott! Oh Gott! Stimmt schon, 2 oder 3 Mal, ja. Schön, ist schön. Alle Kuscheltiere einfrieren, alle Betten abziehen. Ist es so? Alle sind so... Ja, oh. Klar, also wer Kinder hat und in normale Kindergärten geht, die haben alle mal Läuse. Komm mal her, ich reib mal... Nein! Also, wenn Läuse da sind, dann sind ja alle Kinder, alle Hunde, dann muss ja alles... In die Gefriertruhe. Kinder nicht. Die Kinder nicht, die Hunde auch nicht, aber die Stofftiere, die Kissen, natürlich, klar, ja. Ich dachte, Läuse wären weg. Ich dachte, es gibt's. Es gibt dann immer so eine Note von der Schule irgendwo, wo dann drin steht, Achtung, es ist ein Fall von Kopfläusen aufgetreten, kontrollieren Sie Ihr Kind. So, und dann gehst du mit dem Kamm ran, es gibt so einen Kamm zu Hause. Nee, ich frage dann mal, juckt's bei euch? Und dann einer sagt so, ja, schon die ganze Zeit immer hier hinten. Oh! Dann kann man wir? Das Kind nicht erstmal in den Garten stellen dann? Das ist ja auch so schrecklich, das ist ja, bescheuert, ist, dass das natürlich bei uns auch so ist, dass die immer schön rotieren. Die schlafen bei uns im Bett, ja, klar. Bei denen, dann schläft man der eine beim anderen. Sie sind und so. Überall. Und dann musst du alle Betten, alle sowas, alles. Naja. Findest du es cool, wenn Männer sich für dich prügeln? Weiß ich nicht, ob das schon mal passiert ist. Ich glaube, es ist noch nie passiert. Also mal so ein bisschen sich so aufgebaut hat oder... Ist noch nie passiert. Finde ich schon. Also so ein bisschen. Jetzt nicht, bisschen gut? Bisschen gut finde ich das schon, ja. Also männlich ist. Ja. Und jetzt kommt dein großer Moment. Sarah, Marianne. Marianne nennt dich keiner. Ne? Marianne heißt meine Oma. Aber dein zweiter Name ist Marianne. Marianne Corina sogar. Ja. Sarah, Marianne, Corina, Lewe. Lewe, mhm. Livi. Lewe. Warum hast du nicht Lewe gelassen? Weil man hätte ja sagen können, Sarah Lewe. Ich wollte halt gerne ein Pseudonym haben, einen Künstlernamen. Ja, du hast recht.
denke ich manchmal auch, wenn ich wieder beim Zahnarzt sitze und er sagt, wir müssen ihre Taschen reinigen. Und dann sage ich, hättest du mal jetzt einen Künstlernamen? Dann so, Frau Müller kommt zum Taschenreinigen. Das ist nur obenrum. Ich will gar nicht erzählen, was passiert, wenn man untenrum mal was vorhat. So. Sarah. Du hast Toddy mitgebracht. Toddy ist hier. Hallo. Meine Gitarre. Deine Gitarre. Hallo, Toddy. Die ist extrem schön. Das kann das Publikum jetzt gar nicht sehen, aber sie ist sehr, guck mal. Nachtgrün. Oder so? Ja. Grün schön. Oder blau. Und wir hören jetzt das wunderschöne Lied Schön. Wie schön du bist. Wie schön du bist. Entschuldigung. Mach nichts. Guck mal, ob das schlimm ist, wenn ich jetzt mein Mikro an mein Knie halte, ne? Dann kann ich... Boah, was war das denn? Mein Knie! Krass! Schlimm, ne? Wenn ich Fußball spiele, muss man sich die Ohren zuhalten, weil es nur so knack, 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 knack. wir hören das Lied, ich darf ein bisschen mitsingen. Ich glaube, ich bleib hier mal so stehen. Tempo hast du? Ich finde, glaube ich, stehen ganz schön. Da muss ich ein bisschen aufgucken. Oh mein Gott, ich bin aufgeregt. Applaus ist längst vorbei und dein Herz schwer wie Blei. Jeder redet auf dich ein, trotzdem bist du so allein. Und du siehst so traurig aus, komm in meinen Arm, lass es raus. Glaub mir, ich war wo du bist und weiß, was es mit dir macht. Doch wenn du lachst, kann ich es sehen. Ich seh all deinen Farben und deinen Namen hinter den Mauern. Ja, ich seh dich, lass dir nichts sagen. Nein, lass dir nichts sagen. Weißt du denn gar nicht, wie schön du bist. Stolz und deine Wut, dein großes Herz, dein Löwenmut. Ich liebe deine Art zu gehen und deine Art, mich anzusehen. Wie du deinen Kopf zur Seite legst, immer siehst, wie es mir geht. Du weißt, wo immer wir auch sind, dass ich dein Zuhause bin. Und was das mit mir macht, wenn du jetzt Terror und das Gold. Ich habe nie was so gewollt. Wir würden uns jetzt hier raufsetzen und du würdest
da sitzen und ich da. Ich zeig dir jetzt, wie man da hinkommt. Genau so. So. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere geht folgendermaßen. Oh, the basic instinct jetzt. Das brauchen die Jungs auch ein bisschen. Ja, die wollen es auch ein bisschen schön haben. Ne? Die Gage höre ich gerade durch Fenster. Sarah, ich mache diese Sendung seit vielen Jahren. Aber wir hatten noch nie so viele Bierdeckel. Oh nein. Ich glaube, ihr da hinten in der Ecke, oder was? Wahnsinn. Wollte ich dir irgendwas ranziehen? Nee, ich mach schon hier so. Der ist so hoch, ne? Ja, ist gut. Ja, der ist super. Perfekt. Wie wirst du, wenn du betrunken bist? Ja, seht ihr gleich. Dann geben wir noch 10 Minuten. Das ist toll. Hast du schon mal im Bikini ein Auto gewaschen? Wer hat das gefragt? Wer war das? Die dürfen, die Shanties dürfen, die dürfen und die und die dürfen. Und meistens melden die sich nicht, die es waren. Aber hast du schon mal im Bikini ein Auto gewaschen? Du? Nein. Also für ein Video vielleicht, aber sonst nicht. Hast du für ein Video schon mal ein Auto überleg gewaschen? Überleg gerade. Nee, Auto gewaschen nicht, aber ich habe schon mal im Bikini auf einem getanzt. Aber auf so Auto? Die Oberteil. Ach, daher kommt natürlich dann auch die Frage. Nein, scheiße. Ja? Selber schön. Gibt es deinen Hintern... Ach so, Entschuldigung. Gibst What? Du deinen Hunden... Hunden Küsse auf die Schnauze? Nee. Hast du ein Nackt-Selfie von dir? Auf meinem Handy jetzt? Nee, ich glaube, nicht. Du hast das. Ich glaube, du bist ein sehr, wie soll ich sagen? Ich kann das nicht so gut, dieses Selfie. Ich bin noch nicht so diese, ich bin nicht mehr, tatsächlich nicht mehr diese Selfie-Generation. Meine kleinen Schwestern sind da viel besser drin. Also ich mache nie so günstige Fotos von mir selber, die sind irgendwie immer so unvorteilhaft. Ich hätte jetzt gedacht... Oder es ist einfach so, aber es sieht auch immer unvorteilhaft aus. Also Selfies sind ja meistens diese... Komm, wir gucken mal. Duckface. Genau, am besten mit Kussmund, so ein bisschen die Wangen. Einzeln. Ganz schlimm, es ist auch nie, es ist immer nur vermeintlich sexy. Ich meine, du hast ja eh diesen tollen Mund. Dein Mund. Schiefen Mund. Ich habe einen schiefen Mund. Du hast aber auch ein bisschen schiefen Mund. Ja, schön. Zu mir hat neulich eine Frau geschrieben, ob ich einen Schlaganfall gehabt hätte. Nee, wirklich. Das fand ich so schlimm. Ja, weil der ist schief. Der ist im Reden irgendwas. Ich mein, so, ne? Und dann sagt sie, seit wann ich das denn mache oder ob ich einen Schlaganfall gehabt hätte. Oh Gott. Krass. Ich habe auch keine Nackt-Selfies, falls du es wissen möchtest, weil ich immer denke, dann verliert man es irgendwo. Bei Aldi lässt es an der Kasse liegen oder so. Und dann, Ding-Dong, Frau Müller, wir haben Ihr Handy. Mit Fotos. Und das wäre echt was zum Erpressen, weil die möchte man nicht irgendwo abgedruckt sehen. Was hast du beim Schulsport am meisten gehasst? Werfen. Ich kann überhaupt nicht werfen. Frauen können alle so nicht werfen. Peinlich, so richtig peinlich. Weißt du, so wurde er so vor dir. Weil ich weiß nicht, warum. Ich glaube, weil uns nie jemand beigebracht hat, wie man gut werfen kann. Es war richtig bei den Bundesjugendspielen richtig tragisch. Ja, echt? Wirklich richtig tragisch. Aber ich war total so sportlich, ja. Aber es war immer so, ich habe richtig ausgeholt und bang. Und es fing trotzdem nur so. Weiß ich auch nicht. Was würdest du für Geld nicht machen? Gott, Playboy? Warst du mal im Playboy? Nein. Nein, das würdest du wissen bei deiner Recherche hier. Ja, stimmt. Ich hätte jetzt schon das Bild so da. Mit welcher Frau möchtest du gerne mal eine Nacht verbringen? Das kommt alles von da hinten aus der Ecke. Ist dein Bauchnabelpiercing dein einziges Piercing? Wir kriegen das hier nicht durch. Was soll ich? Ja, ist mein einziges Piercing jetzt, ja. Ich hätte auch schon mal anders, aber das ist mein einziges momentan. Bitte zeig uns, welches dein Lieblingstattoo ist. Nee, das kann ich nicht hier. Na, guck mal, das ist sie wieder, das Mädchen von hinten, ja, aus der Ecke, liebe Sarah. Sing uns bitte noch mal die Hymne. Hätte ich jetzt auch nicht angesprochen. Könnte ich jetzt auch nicht, das mache ich nie wieder. Zeig's. Aber du, wenn es eine gibt, die das nicht kann, dann sitzt sie hier. Sag mal bitte, du sagst ja bis heute, dass du nie Brühe gesungen hast.
Ich sag da ehrlich gesagt gar nichts zu. Ehrlich gesagt, die Hymne auf Druck ist echt hart. Ey, weißt also du, beim Fußball singe ich immer alleine, mit. Ganz alleine, ja. Ohne Band, ohne irgendwas. Ja, Pappe. Auf dem Rasen. Pappe. Alter, keine Pappe da. Dann stellt man da eine Pappe hin, sagt, das ich komm, siehst du doch aber nicht. Ich brauche eine Pappe. Du kannst doch noch nicht mal das lesen, was da an der Wand steht. Das doch. War so viel Platz. Pappe, ach, da, guck mal, so. Da steht das aber drauf und dann steht Blü doppelt dick gemalt. Hast du ich kann das nur sagen, Pappen sind für die Rettung mal. Für alles. Leben, für mein nächstes Leben merke ich mir. Bei mir zu Hause auf den Pappen steht drauf, ja, Schatz, ich dich auch. Und da steht alles auf Pappe. Aber du kannst dir nicht vorstellen, wie oft ich danach gefragt worden bin, ob ich nicht noch mal die Hymne spielen könnte, singen könnte. Weil die wussten, wenn... Wollte mich verarschen? Weil alle noch mal da stehen und sagen, ja, ich versing's nicht wieder, die dumme Kuh. Ja, das darf man dann, glaube ich, nicht machen. Zeigst du Ina, was, mal dein Bauchnabelpiercing? Nein. Kannst tun, dass du schon wieder... Jetzt kommt viel Nationalhymne, das, woran man sich dann doch erinnert. Ich war so stolz, dass ich weder das Kleid bei Wetten, das noch die Nationalhymne du hast hier richtig Niveau reingebracht. Ja, oder? Ich habe gedacht, rede... Schlechten Sex, kein Wunder. Aber ich habe lieber 7 Jahre schlechten Sex als 7 Jahre gar keinen. Ja, deswegen ist es eigentlich. Hast du einen Lieblingsmusiker? Leonard Cohen oder James Morrison? Hast du Adam Cohen mal gehört, den Sohn von. Nee. Du, versprichst du mir, dass du dir das Album anrufst? Ja. Das ist so toll, der war hier und mir standen alle Haare, alle, selbst die, die rasiert sind, alle hoch. Aber heute haben wir jemanden da, der ist mindestens. Nein, ich möchte sagen, weil Adam ja nicht zuhört. Ein bisschen toller noch als Adam Cohen. Er ist geboren in der Nähe von Bremen, wie du auch und wie ich auch. Wo denn? In? Stur-Brinkum. In Stur-Brinkum. Die Ecke. Und du bist aber Delmenhorst und später in Wildeshausen gelebt. Ja. Ich bin aus Köln. Bei Bad Bederkesa, aber auch nicht so weit weg. Begrüß mit mir Joris und deine Band. Joris, Kleines, als du in Bremen-Stur geboren wurdest, haben deine Eltern dich aber verschleppt. Ja, direkt quasi. Wohin? Nach NRW. Oh, du liebe Güte. Und trotzdem ist soll ich trotzdem hier... noch drüber sprechen? Nee. Sondern wir sprechen über dein Album. Das ist so, so ach. Schön. Ja. Weil ich sehr wohl. Oh, herrlich! Ich versuche jetzt den Albumtitel zusammenzukriegen. Hoffnungsvoll, hoffnungslos. Hoffnungslos! Ja! Hoffnungslos, hoffnungsvoll ist der Titel des Albums. Und wir hören mein Lieblingslied heute: Schneckenhaus. Schneckenhaus stimmt aber, oder? Im Schneckenhaus. Im Schneckenhaus. Oh, sind aber auch immer Titel. Weißt du, meine Lieder... Das ist auch immer schwierig, ja, es ist schwierig. Bei mir heißen die Lieder halt immer so Orangenhaut, Rheuma, weißt du, sowas. Das kann man sich dann eher merken. Aber im Schneckenhaus kann man sich auch merken. Und Joris, deine Stimme bewegt. Ach, was soll ich sagen? Fangt einfach an, Jungs. Ich hab kein Mitleid für mich selbst, wie zu selten für dich. Die letzte Brücke gesprengt, die letzte Grenze in Sicht. Zwischen Hunderten von Leuten fühl mich trotzdem allein. Stehen unsichtbaren Mauern, zwar geborgen, doch klein. Ich bin verloren im Sein. Vor 5 Minuten gekommen, fühle ich mich eigentlich nachgehen. Den blöden Job nicht bekommen, doch eigentlich wollte ich nur den. Vermiss im Winter die Wärme und im Sommer den Schnee. Fällt mir fast nicht mehr auf, wenn ich im Sonnenschein gehe. Im Sonnenschein stehe. Wenn der Himmel so vieles verspricht, kommt der Zweifel.
Zweifeln in mir. Ich hab's erlebt, ich war schon hier. Denn wenn's am schönsten ist, ich nichts mehr vermiss, dann nehm ich Reißaus und Reißaus. Plötzlich hat die Welt für dich zu schnell gedreht, aufwärts in ein unbekanntes Land. Und was mir wichtig schien, hat das niedergeschrien, führt mich so oft in Not. Schau ich zurück, lach ich mich tot, weil's mich sehr. Am schönsten ist und ihr nichts mehr vermisst, Hamburg, dann macht die Augen auf. Hoffnungslos, hoffnungslos, hoffnungsvoll. However, man guckt unter H und man hat ein Album. Und deswegen gibt es jetzt nochmal einen Riesenapplaus für Jure! Bye.
Ich mich auch. Es ist ein Mädelsabend. Ja. Ich würde sagen, drei Generationen. Ich bin die Mitte. Oh. Ja. So ist es immer bei mir. Evelyn. Ja. Sarah, Evelyn. Habt ihr euch irgendwo schon mal kennengelernt? Nein, mein Süßes. Ja, mein Schatz. Hi. Ja. Das macht mich ja noch älter, als ich schon bin. Überhaupt hier. Nicht. Ich dachte, du bist jetzt die Einzige in Deutschland und auf der Welt, die ihr Alter eher ganz, ganz toll findet und weniger als Problem. Das ist toll, weil es könnt ja, den müsst ihr ja hier gar nicht machen. Es ist ja ein bisschen deine Marke im Moment auch. Und das, was dich am Leben hält, ist es doof zu sagen, aber was dich wieder neu ins Leben gebracht hat, was dich wieder neu ins Rennen gebracht hat, kann man so sagen? Ja, damit habe ich nicht gerechnet, nein. Also, es müsste ja schon jemand vollkommen vom anderen Stern sein, der glaubt, er könnte mit 65 Jahren anfangen, Topmodel zu werden. Den musst du einsperren. Eigentlich? Also, ja, ich zu meiner Mutter gesagt hätte, Mama, weißt du was, ich möchte jetzt noch Topmodel werden. Hätte sie gesagt, so, ich habe ja immer gewusst, irgendwas stimmt mit dir nicht. Wobei, wenn ich mir Heidi jetzt vorstelle mit 69, dann glaube ich, ist es ungefähr das, was ich mir bei Heidi auch vorstellen könnte, oder? Würdest du durch? Ja, komm. Ich gehe in die Mitte. Oh, ja, und ich komme hier. Du darfst hier einfach so rumgehauen. Zackig. Evelyn. Ja. Du bist in Hamburg geboren und du hast. Nein. Oh, wo denn? Berlinerin. Ach, ehrlich? Ich bin richtige Berlinerin, ja. Mich darfst du ja nicht anhören. Ich bin richtig. Wir sind alle Berliner, ganze Familie. Ich habe gedacht, Hamburg, ihr seid irgendwann aber hierher gekommen, mit der Family, ne? Wer ist hier noch auf der Welt in der Zeit? Das war 1956. Und du hast hier an der Staatsoper Ballett gemacht mit Herrn Van Dyck, heißt das nicht? Van Dyck. Ja, man weiß es bei all den DJs heute nicht mehr, wie ausgesprochen wird. Ich möchte bitte auch betonen, Solistin der Hamburgischen Staatsoper. Warst du? War ich. Aber Ballettsolistin. Ballettsolistin an der Hamburgischen Staatsoper. Also das wird nicht jeder. Nein. Ja. Das ist wirklich toll. Ja. Eigentlich ist das mein Hauptberuf gewesen. Wie alt warst du, als du anfingst mit Ballett? Vielleicht so 6 ungefähr. Mit 6? Ja. Und dann diese klassische Karriere, wie man sie bei The Black Swan sehen kann. Kann man es sagen? Mich erinnerte das alles total an diesen Film. Ja. War das bei dir auch so, dass deine Mutter dich so gepusht hat? Nein, im Gegenteil. Meine Mutter war selber Tänzerin. Wir sind ja alle, mein Vater Schauspieler, meine Mutter war Tänzerin. Die kommen also aus dem Neuendorf-Theater in Berlin. Und als ich meiner Mutter sagte, ich möchte Tänzerin werden, dann hörte ich zum ersten Mal, dass sie sagte, sie hat getanzt. Das wollte die nicht. Und ich kann auch nachvollziehen, warum sie das nicht wollte. Die hat mit Recht gesagt, wenn du da nicht ganz oben bist, dann ist es nichts. Da ist Schmerz, Proben. Das ist richtig. Hungern. Ich habe nie gehungert. Ich sage es gleich. Oh Gott, Evelyn, ich hungere. Das Einzige, was ich nie gemacht habe, ich habe nie gehungert. Ich habe so gerne gegessen. Ich habe nachher auch einen französischen Mann gehabt, der war wie Bocuse. Ich habe immer 3-Gänge-Menüs und so. Das hätte ich alles nicht gemacht. Ich finde es so furchtbar, diese Hungerleider und dieses sich. Weißt du, dass Frauen dich für diesen Satz so hassen? Das ist mir so scheißegal. Wenn du hier 70 reinkommst, schlank, rank und durchtrainiert und sagst, ich habe nie gehungert und wir alle denken, Mann, die doofe Kuh. Ja, ich will gar nicht sein. Ich sage dir, das weiß ich, das tut weh. Aber ja, das tut weh. Ist wirklich so. Wenn man so gerne isst, wenn man so schöne Sachen hat und dann sagst du immer nein, danke, ein kleines bisschen hier so ein Salat mit ein bisschen träufelte Zitrone und so. Nein. Besser als nichts, sag ich dann immer. Nein. Also, das. Du hast jedenfalls jahrelang hier in Hamburg sehr erfolgreich Ballett getanzt und irgendwann nach all dieser Schmach, nach all diesem Schmerz. Hast du gesagt, ich habe keine Lust mehr und dann bist du ins Lido. Ja. Nach Las Vegas. Ja. Mit Siegfried und Roy. Mit Siegfried und Roy. Ich kenne überhaupt keine Frau, die zu der damaligen Zeit ins Lido gegangen ist, nach L.A. und da mitgetanzt hat bei den Girls. Wie hießen deine Girls, die Blue? Die Bluebells. Die Bluebells. Und da hingen Ike und Tina Turner ab. Alle. Elvis hing mit seiner Flamme da rum. Echt, hier ist alle gesehen? Ja, alle. Oh, es gibt so tolle Namen. Du hast, warte. Zeit, Frank Sinatra hat gesagt, oh, you don't have a Badewanne. Ja. Take my Badewanne. Ja, wir waren wie so eine Familie. Da waren auch keine Stars. Wir waren alle Geile Stars. Geile Familie. Es gab keine... Jetzt hör zu. Ja, es gab keine Stars. Es war eine Familie. Es gab keine Stars. Also wir sind
Wir hatten ja immer einen Tag frei. Die waren bei uns. Wir gingen zu Elvis, wir gingen zu Dina Turner, wir gingen zu Diana Ross. Die kamen zu uns. Was machst du denn auch mal die Flamme von Elvis? Oder hast du nur die Flamme mit Elvis irgendwo hinhuschen sehen? Oder wart ihr bei Elvis zu Hause? Also, nein, Elvis war wirklich der Netteste. Ich habe seine Show gesehen und anschließend haben wir uns getroffen, weil ein Mädchen von unserer Gruppe war sehr mit ihm befreundet. Oh Gott, haben wir ihn nicht geheiratet? Nein. Naja, der liebte wirklich seine Mutter am meisten. Oh. Das glaubt kein Mensch. Und das war der Grund, warum ich mich mit dem so verstanden habe. Weil ich hatte ja so Heimweh. Meine Mami ist im Moment mein Vater und ich irgendwie Mutti vermisse ich. Und dann hat er sofort gesagt, my mother is the most important person in my life. Und da war so, das war so süß von ihm. Und da habe ich gemerkt, was... der hat richtig aussteigen können aus diesem. Da ging er raus und konnte mit dir sitzen und konnte einfach sagen. Und wollte er sein Gesicht an den Busen legen und wollte gestreichelt werden? Ja, Busen war bei mir nicht viel, aber an einem anderen Busen wahrscheinlich. Stimmt es, weil ihr ja nicht rumflirten durftet und immer viele Pausen zwischen den Ex hatte, dass ihr da gesessen habt, ihr Girls, ihr sehr attraktiven Girls und am Stricken wart? Ja, ich habe gehäkelt. Oh mein Gott. Ja. Dann holt es einen doch wieder ein. Ich habe gehäkelt und gestrickt, mein Mann Pullover. Und ich habe Shorthand gelernt und auch noch 2 Jahre deutsche Literatur studiert. Oh, alles so nebenbei. Ja, weil ja abends hattest du ja, du hast ja abends gearbeitet und am Tag warst du ja frei. Okay. Und ein Huhn ist frei. Jetzt bist du Senior Model. Ja, I am, yes. Das hat sich aber so ergeben. Du bist irgendwann zurück aus Frankreich, nachdem du lange da gelebt hast, zu deiner Mama. Und das ist ja auch eine seltene Geschichte. Deine Mama, die hier lebt, dein Bruder ist gestorben. Ja. Du hast gesagt, ich muss jetzt zu meiner Mama. Und die lebt hier in dieser Zwei-Zimmer-Wohnung, wo du und dein Bruder und dein Papa schon als Kind gelebt haben. Und dann bist du wieder zurück zu deiner Mama, die ist jetzt 93. Mama wird 94. Wird 94. Und ihr lebt jetzt seit 15 Jahren schon wieder zusammen. Ja, ganz ungewöhnlich. In einer Zwei-Zimmer-Wohnung. Jetzt dürft ihr alle auch einmal eine Träne laufen lassen. Nein, aber es ist wirklich ungewöhnlich. Meine Mutter ist 94, trainiert mit mir. Vorstellung, ist meine beste Freundin und ist noch vollkommen klar im Kopf. Aber wenn man selber fast 70 ist und die Mama ist 93, liegt man sich nicht täglich in den Haaren? Nein. Nein? Nee, das ist wirklich, es ist jetzt wirklich sehr komisch, nein. Ja, es ist Ich weiß nicht, was ich machen würde. Ich meine, wenn man so viel miteinander erlebt hat, meine Mutter war ja, dadurch, dass sie selber Tänzerin war, hat sie ja nun jeden Werdegang mit mir miterlebt. Meine Mama weiß in der Richtung alles und die weiß auch intim von mir alles. Sie ist so eine tolle Freundin. Mittlerweile oder auch immer? Immer, auf deinem ganzen Leben, also wart ihr immer schon sehr eng. Ja, Gottes, ich kann das gar nicht, also ich wüsste nicht so schnell, irgendjemanden zu benennen, der sowas in der Form so toll erlebt hat. Deswegen wird es bestimmt ein harter Schlag, wenn sie nicht mehr ist. Das muss ich ganz klar sagen. Es ging jedenfalls dann los, dass du in Hamburg warst, ein bisschen perspektivlos, Mama geholfen hast aus dem Loch, dass sie fiel, weil dann der Bruder weg war, Papa eh schon lange nicht mehr da war. Dann in der Wohnung gewohnt und dann ergab es sich aber zu der Zeit, dass Michalski heißt mein Gitarrist und Michalski heißt der Berliner Modemacher. Ja. Ne? Ist der jetzt endlich mal ein bisschen warm geworden? Ja, das freut mich. Das schaffst nur du, Baby. Dass der gesagt hat, ich experimentiere immer mit verschiedenen Models rum. Mit sehr jungen, dick, dünnen, alt, jungen, irgendwas, was auf jeden Fall ein bisschen verquer ist und nicht diesem üblichen Klischee und Schönheitsklischee entspricht. Und hat gesagt, würdest du für mich laufen? War das Fashion Week Berlin? Ja, das war nicht ganz so. Also im Grunde genommen, ich meine, ich muss ihm immer noch sagen, ich finde es toll, dass er das einfach riskiert hat. Ich habe da jemanden gehabt, das ist mein Freund Ted, der einfach, also aus meiner Agentur, aus meiner Modelagentur, und der hat irgendwas gesehen. Es gibt ja sowas, wo man was sagt, ich will das mal ausprobieren. Wir probieren es und wenn es nichts ist und wenn es nichts wird, dann haben wir einfach irgendwann mal alles auf eine Karte gesetzt. Und er ist zu Michalski hingegangen und hat gesagt, du, ich habe hier eine. Guck mal, du kriegst ja immer diese Setcards, die werden immer so vorgelegt, so ist auch so toll. Mhm. Und dann da ist er so durchgegangen und da sagt er, also ich habe hier noch so eine, so, die ist nicht mehr 20. Also wenn ich ehrlich bin, ist sie auch nicht mehr 30. Wenn ich ganz ehrlich bin, ist sie auch nicht mehr 40. Da hat man schon das Gesicht gesehen offensichtlich und dann hat er gesagt, ich bin ganz ehrlich, die ist 65. Und da hat er gesagt, ja, dann hat er die Figur gesehen, hat das Ganze gesehen. Ja, und hat gesagt, das machen wir einfach. Wollen wir mal singen? Ja. Toll. Nachdem du alles gemacht hast, das Ballettgirl, das Revue-Girl, dann das Model-Girl, hast du jetzt gesagt, scheiß die Wand an. Singen habe ich noch nicht gemacht. Und dann ist es wirklich sehr schön. Es ist so Eartha Kitt-mäßig. Es ist wirklich schön. Toll, toll.
Ich finde, Franz, es dauert ein bisschen lange jetzt. Ja, aber das ist nun mal so. So ist es, ne? Du weißt ja nicht, wie lange wir gebraucht haben, diese Zeit, um die Platte zu machen. Hast ja recht. Wie lange habt ihr gebraucht, um die Platte zu machen? Ja. 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 Guck mal, Männer hören sofort auf zu arbeiten, zu räumen und zu tun, sobald sie denken müssen. Komm, wir fragen Franz jetzt nichts mehr, sonst wären wir gar nicht fertig. Ja. Drive me down where it used to be our place. Please slow down where it's all began. I wanna know if he's still living there. Drive me down. Drive me down. Crowd of foggy faces, and when I saw him there, I knew he was the one. Dear God, please let me shine again, 'cause we had sunny days, and I was the sun when I was with you. Drive me down where it used to be our place. Please slow down. That's where it all began. I wanna know if he's still living there. Drive me down, yeah. Drive me down. Das ist so toll! Das ist, also das ist jetzt ein Song vom Album. Franz, ja, ja. Wegging geht schneller als Aufbauen anscheinend. Ne? Also auch dein Applaus. Ja, danke. Aber das ist nur ein Song. Franz Daza! Komm, wir setzen uns noch mal ran an den Tresen. Ich würde mittig gehen, weil da meine Klimaanlage hängt. Okay. Also ich mache es für dich auch zum Schutz. Und jetzt würde ich sagen Folgendes, Girls. Ja. Wir machen jetzt einfach so den, so irgendwie darüber, so, oh, weißt du, so. Crap. Jetzt kommst du mit rüber. Ich mach auch. Ja, du musst jetzt so, so, dann komm ich. Oh mein Gott. So, jetzt sind wir rüber, aber jetzt, Evelyn. Ja, was kommt jetzt? Ich würde was jetzt eine große Chance geben, da drüben ein Inferno zu entfachen. Indem du jetzt? Folgendes machst. Ja, bitte. Du setzt dich jetzt da mit deinem Hintern und lässt die Beine auf der Bank. Ja. So. Und so, genau.
Hallo, meine Süße. Du bist ganz kalt. Ich bin warm. Achso, ich würde mal sagen, das ist heute ein Elefant und zwei Gazellen. Guck mal bitte. Ja, guck doch mal. Er hat doch kein Bein. Wahnsinn. Ist das ein Ballettbein? Ich denke schon, ja. Komm, Evelyn, wir machen jetzt die Bierdeckelchen. Wer ist zickiger? Alte oder junge Models? Alte. Ich habe junge Models nicht als zickig empfunden. Alle nicht, keine einzige. Weil sie alle demütig und dankbar sind, dass sie dabei sein dürfen. Vielleicht. Würdest du Viagra für Frauen nehmen, wenn es sie für Frauen gäbe? Oh, bitte nicht das Thema. Hat von euch mal einer Viagra genommen? Bitte nicht. Oh Gott. Danke. Wie kriegt man einen Hamburger Shanty-Chor zum Schweigen? Hamburger Allgemein! Hey! Findest du, dass deutsche Rentner gut gekleidet sind? Nein, das sind sie nicht. Psst. Oh, ich sollte hier die Wahrheit sagen, wurde gesagt. Ich fange hier nicht an zu überlegen, was ich sagen soll. Aber wir müssen uns doch auch mal fragen, dieses frische Taubengrau, worauf sich ja Rentner sehr einigen können, auf die Sandalen, auf die Hosen, auf die Jacken, es ist alles frisches Taubengrau. Warum? Ja, gerade im Alter sollte man sich doch Hawaii-Hemden anziehen. Ja, also auch loslegen. Hier sowas, das ist hier. Sowas so. Wenn alles andere hängt, dann fängt man an, Blümchen drauf zu tragen, abzulenken. Einfach ein bisschen geile Jeans und tolle Showplätze zu schaffen. Und solche Sachen einfach nicht zu zeigen. Ich bin jetzt... Sneakers, right on here. Nee, ich will euch so haben. Na bitte, seht. Vielleicht machen wir in einer Sondersendung, dürft ihr mal in Zivil kommen. Nein, dürft ihr nicht. Macht immer so. Halt. Weiter. Welche Hausfrau-Aufgabe macht dir richtig Freude? Bügeln. Ich liebe es zu bügeln. Weil man ich will auch sagen, warum. Ja. Du kannst nachdenken, du kannst bügeln, du kannst Fernsehen gucken, Film gucken, du kannst überlegen, was du morgen noch machen willst, stellst das also ein bisschen zur Seite, dann fängst du wieder an. Wundervoll. Beim Kochen musst du aufpassen, also kochen kann ich sowieso nicht, aber bitte. Ich gehe hier gerade so ein bisschen durch, damit wir den Haufen schaffen. Ja, ja. Gibt es auf Modelklos, nein, das lassen wir mal weg. Sind Franzosen die besseren Liebhaber? Ah, das finde ich aber spannend. Hast du mal einen Franzosen gehabt? Hattest du mal einen richtig schlechten Liebhaber eigentlich? Wo du Schluss gemacht hast, weil der ein schlechter Liebhaber war. Bist du wir alle erzählen das jetzt. Und danach ich war doch schon dran. Ach so. Ich kann sagen, ich hatte noch nie einen Liebhaber, der so schlecht war, dass ich gedacht habe, ey, du musst sofort Schluss machen, der ist so schlecht. Muss ich jetzt erstmal überlegen. Aber vielleicht hat mir mal einer Schluss gemacht, weil er gedacht hat, ich muss sofort Schluss machen, die ist so schlecht. Das weiß ich nicht schon. Also ich würde mal so sagen, ich hatte nur einen einzigen richtigen tollen Liebhaber. Das war der Franzose? Umgekehrt. Nein. Oh. Können wir Tusch haben? So ein Trommelwirbel, meine ich. Nein, nein. Ich habe gerade mit meiner Mutter heute darüber gesprochen. Nee, ich hatte wirklich einen Liebhaber. Der war richtig, der war so gut, dass man wirklich sagen kann, ja, das ist nicht, das ist was Ungewöhnliches. Aber was heißt denn eigentlich gut im Bett? Heißt doch nee, ich sage nur, es gibt ja die Bezeichnung, jemand ist gut im Bett. Da sagt man, ja, ist ein super Liebhaber, der ist gut im Bett. Nee, man ist man ja auch aber selber. Es gehören ja zwei dazu. Ja, das genau. Ist es ja nur nicht. Das ist aber das einer mit Fantasie. Fantasie ist, glaube ich, ganz wichtig. Aber ist nicht so ein bisschen Bescheid wissen auch ganz schön? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, man muss Bescheid wissen, muss man nicht, nee. Also, ich weiß nicht, was man... Und was ist? Also, ich meine jetzt... Ich meine, wenn etwa... Also, pass mal auf. Es gibt doch nun wirklich eine Sache, die uns der liebe Gott bitte mitgegeben hat. Das ist Liebe machen. Reich, arm, alt. Ne? Also, wenn man das auch noch verkackt, dann weiß ich nicht, was das soll. Ich glaube schon, dass die Bravo aber auch viel für uns getan hat. Bravo, also ich glaube schon, dass 1940 anders gevögelt wurde als heute zum Beispiel. Ich glaube da, ja, ich glaube nicht, dass... Komm, wir nehmen das nächste Thema. Aber ihr wisst genau, was ich meine. Ja, 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 ja. Bester Schönheitstipp. Bester Schönheitstipp. Ja, oh Gott, glücklich hängen sein. An deinen Lippen. Nee, einfach nur glücklich sein. Das kommt von innen. Das ist das Einzige, was ich sagen kann. Das glaube ich dir so. Dazu kann ich jetzt auch Jacke nichts mehr an. Sagen. Ihr tauscht jetzt Jacken aus, weil euch so kalt ist, weil ihr so schlank seid. Ich habe gar keine Jacke. Oh lala. Ist ja immer warm. Keine Jacke mehr jetzt. Ist immer warm. So. Leute, ich muss euch was sagen. Ja. Jetzt wird es noch viel schöner.
Man denkt, kann ja gar nicht. Doch, aber wir haben einen ganz, ganz tollen Sänger da. Mhm. Ich sage ihn einfach jetzt mal an. Begrüßt mit mir Dashi! I've been watching those days go by when life was make-believe black and white. But now I'm a thousand miles away and I can't keep my fears at bay. On an island so confined is a place where my memories lie, and in the streets of a foreign city I just need you here with me. And I break down in tears at the sight of my love. I can keep you here from the Und dann musst du alle Betten, alle sowas, alles. Naja. Findest du es cool, wenn Männer sich für dich prügeln? Weiß nicht, ob das schon mal passiert ist. Ich glaube, es ist noch nie passiert. Also mal so ein bisschen sich so aufgebaut hat oder... Ist noch nie passiert? Finde ich schon. Also so ein bisschen. Jetzt nicht, bisschen gut? Bisschen gut finde ich das schon, ja. Also männlich ist. Ja. Und jetzt kommt dein großer Moment. Sarah, Marianne. Marianne nennt dich keiner. Ne? Marianne heißt meine Oma. Aber dein zweiter Name ist Marianne. Marianne Corina sogar. Ja. Sarah, Marianne, Corina, Lewe. Lewe, mhm. Livi. Lewe. Warum hast du nicht Lewe gelassen? Weil man hätte ja sagen können, Sarah Lewe.
Ich wollte halt gerne ein Pseudonym haben, einen Künstlernamen. Ja, du hast recht. Denke ich manchmal auch, wenn ich wieder beim Zahnarzt sitze und er sagt, wir müssen ihre Taschen reinigen. Und dann sage ich, hätte sie mal jetzt einen Künstlernamen. Dann so, Frau Müller kommt zum Taschenreinigen. Das ist nur obenrum. Ich will gar nicht erzählen, was passiert, wenn man untenrum mal was vorhat. So. Sarah. Du hast Toddy mitgebracht. Toddy ist hier. Hallo. Meine Gitarre. Deine Gitarre. Hallo, Toddy. Die ist extrem schön. Das kann das Publikum jetzt gar nicht sehen, aber sie ist sehr, guck mal. Nachtgrün. Oder so? Ja, grün oder blau. Und wir hören jetzt das wunderschöne Lied Schön. Wie schön du bist. Wie schön du bist. Entschuldigung. Mach nichts. Guck mal, ob das schlimm ist, wenn ich jetzt mein Mikro an mein Knie halte, ne? Dann kann ich... Boah, was war das denn? Mein Knie. Krass. Schlimm, ne? Wenn ich Fußball spiele, muss man sich die Ohren so halten, weil es nur so knack, 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 knack. wir hören das Lied, ich darf ein bisschen mitsingen. Ich glaube, ich bleib hier mal so stehen. Tempo hast du? Ich finde, glaube ich, stehen ganz schön. Da muss ich ein bisschen aufgucken. Oh mein Gott, ich bin aufgeregt. Applaus ist längst vorbei und dein Herz schwer wie Blei. Jeder redet auf dich ein, trotzdem bist du so allein. Und du siehst so traurig aus, komm in meinen Arm, lass es raus. Glaub mir, ich war wo du bist und weiß, was es mit dir macht. Doch wenn du lachst, kann ich es sehen. Ich seh all deinen Farben und deinen Namen hinter den Mauern. Ja, ich seh dich, lass dir nichts sagen. Nein, lass dir nichts sagen. Weißt du denn gar nicht, wie schön du bist? Fünf Jahre nicht mehr mein Privatleben. Und das finde ich ja so schlimm. Warum denn? Man erfährt nichts über dich. Aber hast du keins? Doch, möchtest du was wissen? Ja, sag, wie ist es denn bei dir? Ganz toll. Ja? Okay, wer möchte ganz viel Neues über die Platte erfahren? Ja. Wer möchte ein bisschen wissen, wie Sarah in den letzten 5 Jahren privat so ergangen ist? Was anderes. Erzähl. Gab es irgendeine Schwierigkeit an dem Album, wo du gesagt hast, da habe ich gedacht, ich mache jetzt gar keine Musik mehr? Nee, bei dem Album nicht, aber davor gab es halt schon so Phasen, ne, wo ich viel gezweifelt habe und viel überlegt habe, ob das überhaupt so das Richtige ist, ob das jetzt mein Weg weiterhin bleibt. So von 20 bis 30 habe ich das gemacht und ab 30 habe ich so gedacht, vielleicht muss ich mal was Anständiges machen, so ein bisschen was mit Substanz und Inhalt. Ich habe schon Sehnsucht gehabt, irgendwie mal so ein bisschen auch Geschichten zu erzählen und so ein bisschen einfach mich selbst zu positionieren und von mir so ein bisschen mehr reinzubringen. Und ich glaube, es hat mir auch niemand zugetraut früher. Also so auch mein Team um mich rum, die haben eigentlich immer eher dafür gesorgt, dass ich nicht selber die Initiative ergreife, sondern schön, gut, brav in diesem System, dieser Maschine funktioniere. Sarah, dürfen wir immer im Wechsel ein bisschen arbeiten? Erzähl, was möchtest du wissen? Findest du, dass Männer auf den Boden spucken dürfen? Das ist schon ein bisschen unappetitlich. Wenn man nicht gerade Fußballer ist und auf dem Platz... Ich finde, stehen, pinkeln ist okay, irgendwie. Ja. Ja, aber auf den Boden spucken finde ich nicht so geil, ehrlich gesagt. Also wenn jetzt so ein Typ neben mir gehen würde, ständig hinrotzen würde, nee, das finde ich nicht so lecker. Es geht eigentlich nur auf dem Fußballfeld, oder? Und selbst da finde ich es manchmal schön. Da hat man sich so ein bisschen dran gewöhnt, dass es so ist, ne? Aber schön ist es auch nicht. Nee, ich finde, auf dem Fußballfeld ist auch eklig, weil ich immer denke, jetzt hat er da hingespuckt, jetzt läuft der Reus gleich durch diesen Riesenflatschen Spucke. Und die wälzen sich ja auch in... Wie viele Tore wurden nicht geschossen, weil man auf Spucke ausgerutscht ist? Das sollte man vielleicht mal eruieren. Gehst du ins Nagelstudio? Sowas habe ich leider keine Zeit. Ich mal die nie an. Selten. Das ist richtig Luxus, wenn ich ins Nagelstudio gehe. Wann hast du das gemacht? Heute Morgen so nach dem Frühstück beim Rausgehen. Neulich war ich bei unserem Lieblingsitaliener, da haben die mich abends gefragt, ob ich einen Reifen gewechselt hätte. Weil ich vorher meine Tochter geschminkt habe mit so schwarzer Farbe und es einfach 3 Tage lang nicht abging. Total unappetitlich. Ich hätte immer gesagt, Gartenarbeit.
Ja, gut, das merke ich mir fürs nächste Mal. Hattet ihr schon mal Läuse zu Hause, weil so viele Kinder und ja, viele Hunde da sind? Natürlich. Echt? Hat man auch ehrlich? Oh Gott! Oh Gott! Stimmt schon, zwei oder drei Mal, ja. Schön, ist schön. Alle Kuscheltiere einfrieren, alle Betten abziehen. Ist es so? Alle sind so... Ja, oh. Klar, also wer Kinder hat und in normale Kindergärten geht, die haben alle mal Läuse. Komm mal her, ich reib mal... Nein, also, wenn Läuse da sind, dann sind ja alle Kinder, alle Hunde, dann muss ja alles... in die Gefriertruhe. Kinder nicht. Die Kinder nicht, die Hunde auch nicht, aber die Stofftiere, die in 5 Jahren privat so ergangen ist. Es tut mir so leid. Ich mach was anderes. Erzähl. Gab es irgendeine Schwierigkeit an dem Album, wo du gesagt hast, da habe ich gedacht, ich mache jetzt gar keine Musik mehr? Nee, bei dem Album nicht, aber davor gab es halt schon so Phasen, ne, wo ich viel gezweifelt habe und viel überlegt habe, ob das überhaupt so das Richtige ist, ob das jetzt mein Weg weiterhin bleibt. So von 20 bis 30 habe ich das gemacht und ab 30 habe ich so gedacht, vielleicht muss ich mal was Anständiges machen, so ein bisschen was mit Substanz und Inhalt. Ich habe schon Sehnsucht gehabt, irgendwie mal so ein bisschen auch Geschichten zu erzählen und so ein bisschen einfach mich selbst zu positionieren und von mir so ein bisschen mehr reinzubringen. Und ich glaube, es hat mir auch niemand zugetraut früher. Also so auch mein Team um mich herum, die haben eigentlich immer eher dafür gesorgt, dass ich nicht selber die Initiative ergreife, sondern schön gut, brav in diesem System, dieser Maschine funktioniere. Sarah, dürfen wir immer im Wechsel ein bisschen erzählen? Erzähl, was möchtest du wissen? Findest du, dass Männer auf den Boden spucken dürfen? Das ist schon ein bisschen unappetitlich. Wenn man nicht gerade Fußballer ist und auf dem Platz... Ich finde, im Stehen pinkeln ist okay, irgendwie. Ja? Ja, aber auf den Boden spucken finde ich nicht so geil, ehrlich gesagt. Also wenn jetzt so ein Typ neben mir gehen würde, ständig hinrotzen würde, nee, das finde ich nicht so lecker. Es geht eigentlich nur auf dem Fußballfeld, oder? Und selbst da finde ich es manchmal schon so. Da hat man sich so dran gewöhnt, dass es so ist, ne? Aber schön ist es auch nicht. Nee, ich finde, auf dem Fußballfeld ist es auch eklig, weil ich immer denke, jetzt hat er da hingespuckt, jetzt läuft der Reus gleich durch diesen Riesenflatschen Spucke. Und die wälzen sich ja auch in... Wie viele Tore wurden nicht geschossen, weil man auf Spucke ausgerutscht ist? Das sollte man vielleicht mal eruieren. Gehst du ins Nagelstudio? Sowas habe ich leider keine Zeit. Ich mal die nie an. Selten. Das ist richtig Luxus, wenn ich ins Nagelstudio gehe. Wann hast du das gemacht? Heute Morgen so nach dem Frühstück beim Rausgehen. Neulich war ich bei unserem Lieblingsitaliener, da haben die mich abends gefragt, ob ich einen Reifen gewechselt hätte. Weil ich vorher meine Tochter geschminkt habe mit so schwarzer Farbe und es einfach 3 Tage lang nicht abging. Total unappetitlich. Ich hätte immer gesagt, Gartenarbeit. Ja, gut, das merke ich mir fürs nächste Mal. Hattet ihr schon mal Läuse zu Hause, weil so viele Kinder ja, und so viele Hunde da sind? Natürlich. Echt? Hat man ehrlich? Oh Gott! Oh Gott! Stimmt schon, 2 oder 3 Mal, ja. Schön, ist schön. Alle Kuscheltiere einfrieren, alle Betten abziehen. Ist es so? Alle sind so... Ja, oh. Klar, also wer Kinder hat und in normale Kindergärten geht, die haben alle mal Läuse. Komm mal her, ich reib mal... Nein! Also, wenn Läuse da sind, dann sind ja alle Kinder, alle Hunde, dann muss ja alles... in die Gefriertruhe. Kinder nicht. Die Kinder nicht, die Hunde auch nicht, aber die Stofftiere, die Kissen, natürlich, klar. Ja. Ich dachte, Läuse wären weg. Ich dachte, es gibt. Es gibt dann immer so eine Note von der Schule irgendwo, wo dann drin steht: Achtung, es ist ein Fall von Kopfläusen aufgetreten. Kontrollieren Sie Ihr Kind. So, und dann gehst du mit dem Kamm ran. Es gibt so einen Kamm zu Hause. Ich frage dann mal, juckt's bei euch? Und dann einer sagt so: Ja, schon die ganze Zeit immer hier hinten. Oh! Dann kann man das Kind nicht erstmal in den Garten stellen dann? Und das ist ja auch so schrecklich, dass das ja bescheuert ist, dass das natürlich bei uns auch so ist, dass die... Wir probieren es und wenn es nichts ist und wenn es nichts wird, dann haben wir einfach irgendwann mal alles auf eine Karte gesetzt. Und er ist zu Michalski hingegangen und hat gesagt, du, ich habe hier eine. Guck mal, die kriegst du immer diese Setcards, die werden immer so vorgelegt, so ist auch so toll. Mhm. Und dann da ist er so durchgegangen und da sagt er, also ich habe hier noch so eine, so, die ist nicht mehr 20. Also wenn ich ehrlich bin, ist sie auch nicht mehr 30. Wenn ich ganz ehrlich bin, ist sie auch nicht mehr 40. Da hat man schon das Gesicht gesehen offensichtlich. Und dann hat er gesagt, ich bin ganz ehrlich, die ist 65. Und da hat er gesagt, ja, dann hat er die Figur gesehen, hat das Ganze gesehen. Ja, und hat gesagt, das machen wir einfach. Wollen wir mal singen? Ja. Toll. Nachdem du alles gemacht hast, das Ballettgirl, das Revuegirl, dann das Modelgirl, hast du jetzt gesagt, scheiß die Wand an. Singen habe ich noch nicht gemacht. Und dann ist es wirklich sehr schön. Es ist so Eartha Kitt-mäßig. Es ist wirklich schön. Toll, toll. Ich finde, Franz, es dauert ein bisschen lange jetzt. Ja, aber das ist nur mal so. So ist es, ne? Ich weiß ja nicht, wie lange wir gebraucht haben, diese Pfeife, um die Platte zu machen. Hast ja recht. Wie lange habt ihr gebraucht, um die Platte zu machen? Ja. 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 Guck mal, Männer hören sofort auf zu arbeiten, zu räumen und zu tun, sobald sie denken müssen. Komm, wir fragen Franz jetzt nichts mehr, sonst wären wir gar nicht fertig. Ja.
me down where it used to be our place. Please slow down where it's all began. I wanna know if he's still living there. Drive me down. Drive me down. Crowd of foggy faces, and when I saw him there, I knew he was the one. Dear God, please let me shine again, 'cause we had sunny days, and I was the sun when I was with you. Drive me down where it used to be our place. Please slow down. That's where it all began. I wanna know if he's still. Ich bin richtige Berlinerin, ja. Mich darfst du ja nicht anhören. Ach, denk, so. Ja, ich bin richtig. Wir sind alle Berliner, ganze Familie. Ich habe gedacht, Hamburg, ihr seid irgendwann aber hierher gekommen, mit der Family, ne? Mit, da war, wer ist hier noch auf der Welt in der Zeit? Das war 1956. Und du hast hier an der Staatsoper Ballett gemacht mit Herrn Van Dyck, heißt das nicht? Van Dyck. Ja, man weiß es bei all den DJs heute nicht mehr, ja, wie ausgesprochen. Ja, ich möchte bitte auch betonen, Solistin der Hamburgischen Staatsoper. Warst du? War ich. Aber Ballettsolistin. Ballettsolistin an der Hamburgischen Staatsoper. Also das wird nicht jeder. Nein. Ja. Es ist, ja, das ist wirklich toll. Ja. Eigentlich ist das mein Hauptberuf gewesen. Wie alt warst du, als du anfingst mit Ballett? Vielleicht so 6 ungefähr. Mit 6? Ja. Und dann diese klassische Karriere, wie man sie bei The Black Swan sehen kann. Kann man es sagen? Mich erinnerte das alles total an diesen Film. Ja. War das bei dir auch so, dass deine Mutter dich so gepusht hat? Nein, im Gegenteil. Meine Mutter war selber Tänzerin. Wir sind ja alle, mein Vater Schauspieler, meine Mutter war Tänzerin. Die kommen also aus dem Neuendorf-Theater in Berlin. Und als ich meiner Mutter sagte, ich möchte Tänzerin werden, dann hörte ich zum ersten Mal, dass sie sagte, sie hat getanzt. Das wollte die nicht. Und ich kann auch nachvollziehen, warum sie das nicht wollte. Die hat mit Recht gesagt, wenn du da nicht ganz oben bist, dann ist es nichts. Da ist Schmerz, Proben. Das ist richtig. Das ist richtig. Hungern? Ich habe nie gehungert. Ich sage es gleich. Oh Gott, Emily, ich hungere. Ich kann mir das Einzige, was ich nie gemacht habe, ich habe nie gehungert. Ich habe so gerne gegessen. Ich habe nachher auch einen französischen Mann gehabt, der war wie Bocuse. Ich habe immer 3-Gänge-Menüs und so. Das hätte ich alles nicht gemacht. Ich finde es so furchtbar, diese Hungerleider und dieses sich. Weißt du, dass Frauen dich für diesen Satz so hassen? Das ist mir so scheißegal. Wenn du hier 70 reinkommst, schlank, rank und durchtrainiert und sagst, ich habe nie gehungert und wir alle denken, mach die doofe Kuh. Ja. Ja, ich will gar nicht sein. Ich sage dir, das weiß ich, das tut weh. Aber ja, das tut es ist wirklich so. Wenn man so gerne isst, wenn man so schöne Sachen hat und dann sagst du immer nein, danke, ein kleines bisschen hier so ein Salat mit ein bisschen träufelte Zitrone und so. Hm. Nein, nein. Besser als nix, sag ich dann immer. Nein. Also, das. Du hast jedenfalls jahrelang hier in Hamburg sehr erfolgreich Ballett getanzt und irgendwann nach all dieser Schmach, nach all diesem Schmerz. Ja. Hast du gesagt, ich habe keine Lust mehr? Und dann bist du ins Lido. Ja. Nach Las Vegas. Ja. Mit Siegfried und Roy. Ich kenne ja mit Siegfried und Roy. Ich kenne überhaupt keine Frau, die zu der damaligen Zeit ins Lido gegangen ist, nach L.A. und da mitgetanzt hat bei den Girls. Wie hießen deine Girls? Die Blue? Die Bluebells. Die Bluebells. Und da hingen Ike und Tina Turner ab. Elvis hing mit seiner Flamme da rum. Echt? Hier ist alle gesehen? Ja, alle. Ja, da fehlt der Numsel, siehst du das? Ich höre mich gerade an wie Captain Ahab. Links ist Stahl und rechts ist Gumminupsel drin. Und gerade dachte ich auf Fliesen, als ich hierher kam. Ja, hört man dann. Irgendwas stimmt nicht. Frr, frr. Also irgendwas, aber ich habe gehört, man kann wieder was reinmachen. Aber deine Mama hat dir doch nie erlaubt, Bravo zu lesen, die Popcorn zu kaufen, dir ein Bauchnabelpiercing zu machen, dich tätowieren zu lassen. Ich hätte gedacht, deine Mutter wäre jetzt so cool und sagt, kein Problem.
Mach mal, Kind. Ich komme mit. Siehst ja, was dann passiert, wenn man das alles verbietet. Ich habe ein Piercing, ich bin tätowiert von oben bis unten. Du bist voll. Du hast dein Tagebuch an deinem Körper. Fast. Nicht ganz. Aber viel, ne? Viele ja. Infos. Nee. Und hast du denn so ein Bauchnabel-Piercing gemacht? Ja. Ja, ich bin sogar mal kurzzeitig von zu Hause abgehauen, so mit 15, weil ich unbedingt dieses Piercing... In dem Haus? Wo haut man denn ab? Zu auf meinem besten Kuhwiese? Zu meinem besten Freund in den Keller. So zwei Tage habe ich es ausgehalten und dann mich total aufgeregt, dass meine Mama mich nicht gesucht hat, weil sie schon längst natürlich wusste, wo ich war. Wollte ich gerade sagen, die wusste ja längst Bescheid. Richtig bösen Brief geschrieben und so. Hat sie nicht mal geschlagen oder was? Nee. Reden wir jetzt die ganze Zeit über meine Kindheit, über meine Auch so ein bisschen, wir haben ja lange Zeit. Ich dachte, wir reden über eine neue Platte. Die ist ganz toll, ich habe die gehört, finde ich toll. Hast du die mit Rosenstolz gemacht? Zum Teil, Peter ja. Peter und genau. Ulf. Ja, mit denen hast du auch schon gearbeitet. Ja, deswegen, die haben damals vor einem Jahr schon erzählt, sie arbeiten mit dir, aber es wäre so wahnsinnig anstrengend. Nein, das stimmt natürlich überhaupt nicht. Das haben sie mir mit dir erzählt. Ja. Ich habe ja viel zu wenig mit denen gearbeitet. Also die neue Platte hat 5 Jahre gedauert. Warum? Siehst du, tätowieren ist nämlich viel unterhaltsamer, wenn man direkt... Nee, ich muss nur auch mal ganz kurz einmal Luft einmal nachdenken. Also es ist auf jeden Fall, es braucht einfach ein bisschen Zeit zur letzten Platte. Also es war ja so ein Prozess, ich war ja zwischendurch sogar an dem Punkt, dass ich überlegt habe, was ganz anderes zu machen. Also gar nicht mehr jetzt die Sängerin nach außen zu sein, sondern ich musste so ein bisschen Selbstbewusstsein entwickeln. Du hast ja eins total verändert, Englisch-Deutsch. Englisch-Deutsch. Genau, das ist zum Beispiel jetzt auf Deutsch gemacht und ich habe auch das erste Mal meine Songs selber geschrieben, eben mit den Jungs von Rosenstolz zum Teil. Mit früher hatte ich das Gefühl, früher hatte ich ja das Gefühl, ich bin, ich bin halt eine Sängerin, die ihre Stimme nutzt, um Songs zum Leben zu erwecken, die andere Menschen aber für mich schreiben. Und da musste ich erstmal so ein bisschen Selbstbewusstsein entwickeln, ehrlich gesagt, weil ich mir das früher nicht zugetraut habe und das auch so früh gar nicht wusste, was ich da wollte. Also in den ersten 10 Jahren von 20 bis 30 war das eigentlich gar nicht so ein Thema, ob ich das jetzt alles selber mache. Sondern hat da nicht auch Fashion und Show viel mehr ein Thema? Also Sexiness, ich Amerika, Fashion, Disco, naja, ich habe mit 23 Soul. Mein erstes Kind gekriegt, also so viel Fashion und Show. Echt? Wann war denn das erste Mal Bühne war? Wann hast du denn in Amerika deinen Number-Dingsbums-Hit gehabt? Wie genau in der Zeit, wo ich schwanger war. Nein! Hm. Ach, da war das? Ja, ja. Das war doch nie zu sagen, das finde ich kein Wort, will doch noch nach Hause und es trägt mich weit fort, nur weiterhin fort. Wenn der Himmel bricht, mir so vieles verspricht, kommt der Zweifel in mir. Ich hab's erlebt, ich war schon hier, denn wenn's am schönsten ist, ich nichts mehr. Öffne die Augen und nimm mich in Arm. Atemmaschine und Herzgerät, plötzlich hat die Welt für dich zu schnell gedreht. Aufwärts in ein unbekanntes Land. Und was mir wichtig schien, hat das niedergeschrieben. Fühlt mich so oft in Not, schau ich zurück, lach ich mich tot, weil's mich selbst so frisst, ich dich so vermisst. Glaubt's mir, das ist es nicht wert, denn wenn's am schönsten ist und ihr nichts mehr Hamburg, dann mach die Augen auf.
Hoffnungsvoll, hoffnungslos. Hoffnungslos, hoffnungsvoll. However, man guckt unter Haben. Ja, hoffnungslos, hoffnungsvoll ist der Titel des Albums. Und wir hören mein Lieblingslied heute, Schneckenhaus. Schneckenhaus stimmt aber, oder? Im Schneckenhaus. Im Schneckenhaus. Oh, sind aber auch immer Titel. Weißt du, meine Lieder... Das ist auch immer schwierig, ja, es ist schwierig. Bei mir heißen die Lieder halt immer so Orangenhaut, Rheuma, weißt du, sowas. Das kann man sich dann eher merken. Aber im Schneckenhaus kann man sich auch merken. Und Joris, deine Stimme bewegt. Ach, was soll ich sagen? Fangt einfach an, Jungs. Ich hab kein Mitleid für mich selbst, wie zu selten für dich. Die letzte Brücke gesprengt, die letzte Grenze in Sicht. Zwischen hunderten von Leuten fühl mich trotzdem allein. Stehen unsichtbaren Mauern, zwar geborgen, doch klein. Ich bin verloren im Sein. Vor 5 Minuten gekommen, fühle ich mich eigentlich nachgehen. Den blöden Job nicht bekommen, doch eigentlich wollte ich nur den. Vermiss im Winter die Wärme und im Sommer den Schnee. Fällt mir fast nicht mehr auf, wenn ich im Sonnenschein gehe. Im Sonnenschein stehe. Wenn der Himmel so vieles verspricht, kommt der Zweifel in mir. Ich hab's erlebt, ich war schon hier. Denn wenn's am schönsten ist, ich nichts mehr vermiss, dann nehm ich Reißaus und Reißaus. Darauf schreiben denn die Zeitungen das einfach mal. Warst du schon mal verheiratet oder hattest du noch nicht Sex? Nein, ich hatte Sex schon sehr viel. Ich glaube sogar, ehrlich gesagt, zu oft. Manchmal denke ich auch, ein paar Mal weniger hätte es auch getan. Wollen wir mal im Anstoßen? Habt ihr alle was zu trinken? Und meine Schnullis, ihr auch? Prost, Sarah! In die Augen, ja. Nah, so Shanti-Gesang? Sehr nah gerade. Super, ganz toll. Komm, wir wollen weiterreden über, ich habe eine lange Liste mit Fragen für dich angefertigt. Ja, ich fürchte das schon. Du kommst aus einer Großfamilie, so wie ich. Ich behaupte, ich habe deswegen keine Kinder, weil mir das Großfamilienleben nicht nur gut gefallen hat. Ich habe das Gefühl, dir hat das Großfamilienleben extrem gut gefallen. Was? Warum? Warum denkst du? Weil du selber so viele Kinder hast und deine Mutter also hat so viele Kinder und du hast so, ihr habt alle so viele Kinder. Als wäre es so toll, so viele Kinder zu haben. Stimmt, es ist auch toll. War deine Mutter sehr streng? Nee, ich glaube, meine Eltern waren echt noch so das Ende der anti-autoritären Erziehung. Was hast du denn für geile Hacken an? Ja, da fehlt der Numsel. Siehst du das? Ich höre mich gerade an wie Captain Ahab. Links ist Stahl und rechts ist Gumminupsel drin. Und gerade dachte ich auf Fliesen, als ich hierher kam. Ja, hört man dann. Irgendwas stimmt nicht. Frr, frr. Also irgendwas, aber ich habe gehört, man kann wieder was reinmachen. Aber deine Mama hat dir doch nie erlaubt, Bravo zu lesen, die Popcorn zu kaufen, dir ein Bauchnabelpiercing zu machen, dich tätowieren zu lassen. Ich hätte gedacht, deine Mutter wäre jetzt so cool und sagt, kein Problem.
Mach mal, Kind. Ich komme mit. Siehst du ja, was dann passiert, wenn man das alles verbietet? Ich habe ein Piercing, ich bin tätowiert von oben du bis unten. Du bist voll. Du hast dein Tagebuch an deinem Körper. Fast. Nicht ganz. Aber viel, ne? Viele ja. Infos. Nee. Und hast du denn so ein Bauchnabel-Piercing gemacht? Ja. Ja, ich bin sogar mal kurzzeitig von zu Hause abgehauen, so mit 15, weil ich unbedingt dieses Piercing... In deinem Haus? Wo haut man denn ab? Zu auf meinem die besten Kuhwiese? Zu meinem besten Freund in den Keller. So zwei Tage habe ich es ausgehalten und dann mich total aufgeregt, dass meine Mama mich nicht gesucht hat, weil sie schon längst natürlich wusste, wo ich war. Wollte ich gerade sagen, die wusste ja längst Bescheid. Richtig bösen Brief geschrieben und so gemein. Hat sie nicht mal geschlagen oder was? Nee. Reden wir jetzt die ganze Zeit über meine Kindheit. Über meine auch so ein bisschen, wir haben ja lange Zeit. Ich dachte, wir reden über eine neue Platte. Die ist ganz toll, ich habe die gehört, finde ich toll. Hast du die mit Rosenstolz gemacht? Zum Teil, Peter ja. und genau. Ulf. Ja, mit denen hast du auch schon gearbeitet. Ja, deswegen. Die haben damals vor einem Jahr schon erzählt, sie arbeiten mit dir, aber es wäre so wahnsinnig anstrengend. Nein, das stimmt natürlich überhaupt nicht. Das haben sie mir mit dir erzählt. Ja. Ich habe ja viel zu wenig mit denen gearbeitet. Also die neue Platte hat 5 Jahre gedauert. Warum? Sarah, ich mache diese Sendung seit vielen Jahren, aber wir hatten noch nie so viele Bierdeckel. Oh nein! Ich glaube, ihr da hinten in der Ecke, oder was? Wahnsinn! Wollte ich dir irgendwas ranziehen? Nee, ich mach schon hier so. Der ist so hoch, ne? Ja, ist gut. Ja, der ist super. Perfekt. Wie wirst du, wenn du betrunken bist? Ja, seht ihr gleich. Dann geben wir noch 10 Minuten. Das ist toll. Hast du schon mal im Bikini ein Auto gewaschen? Wer hat das gefragt? Wer war das? Die dürfen, die Shanties dürfen, die dürfen und die dürfen. Und meistens melden die sich nicht, die es waren. Aber hast du schon mal im Bikini ein Auto gewaschen? Du? Nein. Also für ein Video vielleicht, aber sonst nicht. Hast du für ein Video schon mal ein Auto überleg gewaschen? Überleg gerade. Nee, Auto gewaschen nicht, aber ich habe schon mal im Bikini auf einem getanzt. Aber auf so Auto? Die Oberteil. Ach, daher kommt natürlich dann auch die Frage. Nein, scheiße. Ja? Selber schön. Gibt es deinen Hintern... Ach so, Entschuldigung. Gibst What? Du deinen Hunden? Oh Gott! Hey, gibst du deinen Hunden Küsse auf die Schnauze? Nee. Hast du ein Nackt-Selfie von dir? Auf meinem Handy jetzt? Nee, ich glaube, nicht. Du hast das. Ich glaube, du bist ein sehr, wie soll ich sagen? Ich kann das nicht so gut, dieses Selfie. Ich bin noch nicht so diese, ich bin nicht mehr, tatsächlich nicht mehr diese Selfie-Generation. Meine kleinen Schwestern sind da viel besser drin. Also ich mache nie so günstige Fotos von mir selber, die sind irgendwie immer so unvorteilhaft. Ich hätte jetzt gedacht... Oder es ist einfach so, aber es sieht auch immer unvorteilhaft aus. Also Selfies sind ja meistens diese... Komm, wir gucken mal. Duckface. Genau, am besten mit Kussmund, so ein bisschen die Wangen. Einzeln. Ganz schlimm, es ist auch nie, es ist immer nur vermeintlich sexy. Ich meine, du hast ja eh diesen tollen Mund. Dein Mund. Schiefen Mund. Ich habe einen schiefen Mund. Du hast aber auch ein bisschen schiefen Mund. Ja, schön. Zu mir hat neulich eine Frau geschrieben, ob ich einen Schlaganfall gehabt hätte. Nee, wirklich. Das fand ich so schlimm. Ja, weil der ist schief. Der ist im Reden irgendwas. Ich mein, so, ne? Und dann sagt sie, wann ich das denn mache oder ob ich einen Schlaganfall gehabt hätte. Oh Gott. Krass. Ich habe auch keine Nackt-Selfies, falls du es wissen möchtest, weil ich immer denke, dann verliert man es irgendwo. Bei Aldi lässt es an der Kasse liegen oder so. Und dann, Ding-Dong, Frau Müller, wir haben Ihr Handy. Mit Fotos. Und das wäre echt was zum Erpressen, weil die möchte man nicht irgendwo abgedruckt sehen. Was hast du beim Schulsport am meisten gehasst? Werfen. Ich kann überhaupt nicht werfen. Frauen können alle so richtig nicht peinlich, so. Weißt du, so, wo der so vor dir. Der Applaus ist längst vorbei und dein Herz schwer wie Blei. Jeder redet auf dich ein, trotzdem bist du so allein. Und du siehst so traurig aus, komm in meinen Arm, lass es raus. Glaub mir, ich war, wo du bist und weiß, was es mit dir macht. Doch wenn du lachst, kann ich es sehen. Ich seh dich mit all deinen Farben und deinen Namen hinter den Mauern. Ja, ich seh dich. Lass dir nichts sagen. Nein, lass dir nichts sagen. Weißt du denn gar nicht, wie schön
Stolz und deine Wut, dein großes Herz, dein Löwenmut. Ich liebe deine Art zu gehen und deine Art, mich anzusehen. Wie du deinen Kopf zur Seite legst, immer siehst, wie es mir geht. Du weißt, wo immer wir auch sind, dass ich dein Zuhause bin. Und was das mit mir macht, wenn du jetzt lachst, seh Terror und das Gold. Ich habe nie was so gewollt. Muss man sich die Ohren so halten, weil es nur so knack, 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 knack. Wir hören das Lied, ich darf ein bisschen mitsingen. Ich glaube, ich bleibe hier mal so stehen. Ich finde, glaube ich, stehen ganz schön. Da muss ich ein bisschen aufgucken. Oh mein Gott, ich bin aufgeregt. Der Applaus ist längst vorbei und dein Herz schwer wie Blei, jeder redet auf dich ein, trotzdem bist du so allein und du siehst so traurig aus, komm in meinen Arm, lass es raus, glaub mir, ich war wo du bist und weiß, was es mit dir macht, doch wenn du lachst, kann ich es sehen, ich seh dich mit all deinen Farben und deinen anzusehen, wie du deinen Kopf zur Seite legst, immer siehst, wie es mir geht. Du weißt, wo immer wir auch sind, dass ich dein Zuhause bin. Und was das mit mir macht, wenn du jetzt lachst, seh ich all deine Farben und deine Narben hinter dir. Terror und das Gold. Ich habe nie was so gewollt. Ja, was kommt jetzt? Was mache ich? Große Chance geben.
da drüben ein Inferno zu entfachen. Indem du Folgendes machst. Ja, bitte. Du setzt dich jetzt da mit deinem Hintern und lässt die Beine auf der Bank. Ja. So. So. Und so, genau. Ich bin warm. Ja. So, ich würde mal sagen, das ist heute ein Elefant und zwei Gazellen. Guck mal bitte. Ja, guck doch mal. Das ist doch kein Bein. Wahnsinn. Ist das ein Ballettbein? Ich denke schon, ja. Komm, Evelyn, wir machen jetzt die Bierdeckelchen. Wer ist zickiger? Alte oder junge Models? Alte. Ich habe junge Models nicht als zickig empfunden. Alle nicht, keine einzige. Weil sie alle demütig und dankbar sind, dass sie dabei sein dürfen. Vielleicht. Würdest du Viagra für Frauen nehmen, wenn es sie für Frauen gäbe? Oh, bitte nicht das Thema. Hat von euch mal einer Viagra genommen? Bitte nicht. Oh Gott. Danke. Wie kriegt man einen Hamburger Shanty-Chor zum Schwein? Hamburger Schwein! Hey! Findest du, dass deutsche Rentner gut gekleidet sind? Nein, das sind sie nicht. Oh, ich sollte hier die Wahrheit sagen, wurde gesagt. Ich fange hier nicht an zu überlegen, was ich sagen soll. Aber wir müssen uns doch auch mal fragen, dieses frische Taubengrau, worauf sich ja Rentner sehr einigen können, auf die Sandalen, auf die Hosen, auf die Jacken, es ist alles frisches Taubengrau. Warum? Ja, gerade im Alter sollte man sich doch Hawaii-Hemden anziehen. Ja, also auch loslegen. Hier sowas, das ist hier. Sowas so. Wenn alles andere hängt, dann fängt man an, Blümchen drauf zu tragen, abzulenken. Ein bisschen geile Jeans und tolle Schauplätze zu schaffen. Und solche Sachen einfach nicht zu zeigen. Ich bin jetzt... Sneakers, right on here. Nee, ich will euch so haben. Na bitte, seht. Vielleicht machen wir in einer Sondersendung, dürft ihr mal in Zivil kommen. Nein, dürft ihr nicht. Macht immer so. Halt. Weiter. Welche Hausfrau Aufgabe macht dir richtig Freude? Bügeln. Ich liebe es zu bügeln. Weil man ich will auch sagen, warum. Ja. Du kannst nachdenken, du kannst bügeln, du kannst Fernsehen gucken, Film gucken, du kannst überlegen, was du morgen noch machen willst, stellst es also ein bisschen zur Seite, dann fängst du wieder an. Wundervoll. Beim Kochen musst du aufpassen, also kochen kann ich sowieso nicht, aber bitte. Ich gehe hier gerade so ein bisschen durch, damit wir den Haufen schaffen. Gibt es auf Model-Klos... Nein, das lassen wir.